Telefone. Ich höre auch so genug Stimmen im Kopf. Noch eine brauche ich echt nicht. Oh, seid ihr da? Sorry. Hört zu, wenn ihr da unten Antworten findet, meldet euch gleich bei mir. Alles klar? Ja? Okay. Wir werden... Upsala. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen zurück von mir. Ich muss mal hier gerade ein bisschen was kaufen, ne? Finsterne Mod, alle Gewehre und Schutten haben eine dunkle... größeres Magazin. Das ist geil. Wir werden bald Antworten haben, Sir. Sir? Wow, Sir hat mich noch niemand genannt. Nicht mal in der Bücherei oder bei der Suppenküche, Sir. Gehöre ich jetzt zum Adel oder so? Wird sonst noch was benötigt, Sir? Nein, also, ja, vielleicht. Ich meine, ich bin neugierig. Die Knarre, die du hattest, was ist das für ein Ding? Ich habe die Essenz der Finsternis daran gespürt. Der Arm der Nacht. Diese Waffe ist gefüllt mit der Essenz der Finsternis und verfehlt nie ihr Ziel. Wirklich nie? Nicht schlecht. Erinnere mich daran, dir nie ans Bein zu pissen. Die Waffe wird mich daran erinnern. Haha, ja, das war ein Witz, oder? Tja, also, ich lass dich mal wieder an die Arbeit gehen. Sag Bescheid, wenn du die Quelle der Essenz der Finsternis findest. Danke, tschüss! Ich bin ein toter Mann. Ha, auf jeden Fall. Bam. Warum seid ihr? Was will er denn von mir, Alter? Dass ich aus der Entfernung so weit schießen kann, das ist richtig krass. Scheiß Lichter. Nimm den Aufzug in das Lagerhaus. Na gut. Ah, gut. Auch gut. Ja, wie ihr auch schon ein bisschen festgestellt habt, ist die Soundqualität ein bisschen anders. Also vom dem Mikro. Ich habe mir nämlich jetzt ein Standmikro gekauft. Ich bin 2 Jahre hier. Ist es zu früh für eine Gehaltserhöhung? Kommt drauf an. Hängst du am Leben? Touché. Wir sollten eine Gewerkschaft gründen, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Jetzt werdet ihr nämlich sterben. Dann schleichen wir uns mal ein bisschen an hier. Wie sich das für echte Schleicher gehört. Ach was, scheiß drauf. Bang! Junge, so schnell geht das mit einer Schrotflinte. Zack. Warum leckt das denn jetzt? War sonst nicht geleckt. Nun gut, weiter geht's. Hey, hast du schon die Quelle der Essenz der Finsternis gefunden? Sie wird schon bald gefunden werden. Gut, wir können nämlich gut mal ein paar Antworten gebrauchen. Also, ich habe mir so gedacht, diese Knarre, die du hast, woher kommt die? Sie ist seit über 75 Jahren im Besitz meiner Familie. Jeder, der sie trägt, setzt das Vermächtnis fort, das Böse überall auf der Welt zu jagen und zu vernichten. Keiner, der sie trägt, hat je seinen 30. Geburtstag erlebt. Ha, vielleicht solltest du aufhören, sie zu tragen. Es muss doch bessere Waffen geben. Aber es gibt kein besseres Vermächtnis. Das ist irre. Sind eigentlich alle, die mit der Essenz der Finsternis in Kontakt kommen, völlig wahnsinnig? Halt, ich meinte nicht, dass du irre bist. Das Leben ist irre. Egal. Sag Bescheid, wenn du die Quelle der Essenz der Finsternis findest, okay? Okay, machen wir. Halt's Maul da hinten, Mann. Unhöflich, einfach in den Rücken zu ballern. Nein, kein Bock. Wo bist du? Der kam irgendwie von hier. Ui, Falschgeld. So, wir machen natürlich alle Lichter aus, wie wir das schon aus The Darkness kennen. Also das... Dem Story-Modus. Wo bist du denn, du Kleiner? Dumm. Für Israel. Für Israel? Na gut. Dann eben für Israel. Hier ist nichts. Komm her, ja. Aus der Entfernung muss man nochmal was treffen können, ey. Shit. Ey, Karabiner wollte ich nicht. Ich wollte die das Falschgeld haben. So, jetzt sollen wir was machen. Zack. Überlass den Stromkreis. Okay. Warte mal.
Und dann sollen wir das hier irgendwie auch gleich. Warte mal. Wir machen das erst nochmal da hinten. Oder muss man das hier gar nicht machen? Nein, muss man irgendwie nicht machen. Na gut, weil ich dachte, man müsste das jetzt von beiden Seiten machen. Na gut. Komm schon, ich hab kein Problem damit. Alles okay? Oh nein. Er muss hier irgendwo sein. Gehen wir mal hier rein, Philipp. Blut für Blut. Wo bist du? Wo seid ihr, ihr Kleinen? Oh, Alter, aus der Entfernung trifft die noch. Na gut, tötet aber nicht sofort. So ein bisschen der Nachteil. Komm her. Wo bist du denn, kleiner Mann? Wo soll der denn? Warte mal. Schmerz ist eine Illusion. Oh ja. Ey, halt die Klappe da oben, du Mistdingen. Ich bin Gott. Warte mal, wo sind die anderen? Da oben irgendwo. Kopfschuss von unten. Ihr Männer, immer mit eurem Spielzeug. Auf jeden Fall. So eine Zeitverschwendung. Gab's doch noch wegen oder? Brauche Deckung! Wo sind die anderen? Ah, da unten. Komm schon, Miststück! Ich hab kein Problem damit, Frauen! So, jetzt müssten, glaube ich, die Dämonen kommen. Oder? Nee. Müssen wir erst nochmal die Gangster alle umbringen hier. Das kannst du laut sagen. Schrei meinen Namen. Schmerz ist eine Illusion. Achso, jetzt müssen wir den erst unterbrechen. Na gut. Na gut, na gut. Machen wir. Jetzt kommen die Dämonen, glaube ich. Ich habe das schon mal ein bisschen angespielt. Wir müssen jetzt hier lang kommen. Hebt das Finsternis-Artefakt auf. Wo befindet sich das denn? Ja, wo soll das sein? Hallo? Die labern jetzt einfach irgendwie was. Ich soll die aufheben, aber... Also... Ach, da unten. Sag das doch. Überlebe den Mann. Na gut, warte. Scheiße! Na gut. Die kennen wir ja schon aus dem Ende von The Darkness 2. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaltet da mal ein. Ist ein tolles Spiel. Bäm, Junge. Es ist was passiert. Ich habe es gespürt. Was ist los? Ein Relikt der Essenz der Finsternis wurde gefunden. Das muss die Quelle der Essenz der Finsternis sein, die du gespürt hast. Sie haben Symbole damit gedruckt, die ich nicht kenne. Okay, ich muss das Relikt und die Symbole sehen. Und ein Burger wäre gut. Hier gibt's nur italienisches Essen. Bring mir den ganzen Scheiß einfach nach Hause. Na gut. Jackie hat bei einem Kerl namens Swifty ein Wachsiegel gefunden. Das Ding hat auch ein Symbol, das ich nicht kenne. Vielleicht gibt es eine Verbindung. Ich finde das ziemlich geil, dass das jetzt so, wie nennt man das? Also so erzählt, was so neben der Hauptstory ablief. Finde ich ziemlich geil. Das Wachsiegel, das Jackie gefunden hat und euer Relikt, ziert die gleiche Inschrift. Was auch dahinter steckt, das hat mit der Finsternis zu tun. Und das heißt, ich habe gleich wieder die Hosen voll. Aber ich habe keine Ahnung, was das für Symbole auf dem Papier sind. Ihr müsst den Kerl finden, dem die Bude gehört, wo ihr das Relikt benutzt habt. Er ist Luigi, ein Waffenschmuggler und Fälscher. Das Relikt gehört ihm, also findet ihn und prügelt ein paar Antworten aus dem Arschloch heraus. Hey, sieh mal an, ich bin jetzt ein richtiger Gangster. Pass auf, was du sagst. Etwas mehr Respekt. Okay, okay. Mann, wird einem denn gar kein Spaß mehr gegönnt?
Nee, wird dir nicht mehr gegönnt, mein Freund. Ja, wie gesagt, jetzt mache ich erstmal noch eine kleine Pause, Aufnahmepause, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!